Hallo. Hi. Wir sind Ilan und Anja und sitzen in unserem Tiny House wieder in unserem Schlafloft. In den letzten Wochen habt ihr uns Fragen gestellt, die möchten wir heute beantworten. Diejenigen, die uns schon lange folgen, wissen ja, warum wir uns ein mobiles Tiny House auf Rädern bauen, was da unsere Beweggründe sind und wie auch die Entwicklung unserer Materialauswahl war. Heute möchten wir noch mal ein bisschen darauf eingehen. Es sind auch ein paar neue Fragen dazu gekommen, die wir ganz gerne auch mal im Rahmen des Videos beantworten wollen. Wir legen los. Ich lese die erste Frage mal vor. Warum so klein bauen, wenn man für dasselbe Geld eine größere mobile Unterkunft bekommen kann? Somit braucht man sich auch nicht mehr an die 3,5 Tonnen halten und kann fast genauso mobil sein, auf LKW laden und transportieren. Wenn man mobil sein möchte, kann man doch einen Wohnwagen nehmen, der leichter, preisgünstiger und durchdachter ist. Fragezeichen. Also durch die jahrelange Erfahrung des Herstellers, ne? Genau. Ja. Warum habt ihr euch also ausgerechnet für ein Tiny House entschieden? Eine sehr gute Frage. Das können wir nicht pauschalisieren, das mit dem Preis, dass ein Wohnwagen oder ein Wohnmobil unbedingt preisgünstiger ist als ein Tiny House. Wir haben uns ja bei einigen Herstellern erkundigt, auf der Messe im letzten Jahr. Es kommt immer auf die Ausstattung an, auf die Technik, die man verbauen möchte. Die Wohnwagen, die wir uns angeguckt haben, mit ähnlichen Maßen wie dieses Haus, so hoch wie unser Tiny House, ist da ja kein Wohnwagen oder Wohnmobil. Aber preislich war das, was wir gesehen haben, auf jeden Fall nicht günstiger. Aber wie gesagt, das sind so viele Komponenten, schwer pauschal zu beantworten, dass das tatsächlich so ist oder nicht ist. Die Frage auch mit den 3,5 Tonnen, das finden wir auch, ist eine sehr, sehr individuelle Geschichte. Möchten wir in 10 Jahren ein- oder zweimal umziehen oder doch regelmäßig? Und bei uns war es eben das Regelmäßige, aber für Leute, oder die sich für das Thema interessieren, die eigentlich stationär sein möchten, ist es natürlich eine relevante Frage, Räder ja oder nein. Denn wenn ich auf Rädern baue, dann habe ich meinen Anhänger, den ich kaufen muss. Ich habe eine Anhängerversicherung, die zu zahlen ist. Ich muss alle 2 Jahre zum TÜV und muss regelmäßig auch mal die Reifen wechseln. Solange das Haus auf dem Anhänger steht. Das ist genau. Ja bei uns immer so, dass wir uns ja für einen Anhänger mit einer Fracht, also mit Ladung, entschieden haben. Das heißt, wir können das Haus hier tatsächlich auch lösen von dem Anhänger und es dann abstellen, wenn wir das passende Grundstück gefunden haben. Und die Situation ist auch dieselbe. Es gibt ja keine eigene Definition in Deutschland für Tiny Houses. Das heißt, egal ob mit Rädern oder ohne, sobald ich darin wohne, ist es ein Gebäude unter 50 Quadratmetern und ich brauche dafür eine Baugenehmigung. Wir wollten uns auf jeden Fall ein Haus bauen. Wir wollten es anfassen, wir wollten es fühlen und wir wollten es errichten. Und das ist nun mal das Haus, das dabei rumgekommen ist. Es ist flexibel, lässt uns träumen. Das war für uns auch das größte Argument, warum es in unserem Fall kein Wohnmobil oder kein Wohnwagen geworden ist, weil das für uns eher dieses Urlaubsgefühl vermittelt hatte. Und gerade jetzt, wo wir auch in unserem Häuschen sind oder auch beim Probewohnen, du kommst rein und hast einfach diese Deckenhöhe und diesen Raum und die Luft. Das und deine Materialien. Ja. Ich meine, wir haben hier wirklich eigentlich im Innenraum ein Holzhaus. Die Raumhöhe, die hat alles verändert. Ne? Für mich persönlich alles. Das Wohnklima, das räumliche Empfinden auch, das du hast, wenn du hier reinkommst und du schaust nach oben und da ist eben nicht direkt eine Decke, sondern du hast erstmal 3 Meter Luft. Dann der Lichteinfall. Also es verändert wirklich das komplette Klima hier. Als hätten wir jetzt in unserer Altbauwohnung noch ein Loft eingebaut, sitzen hier oben und schauen runter oder hier links raus über den Balkon. Ja, und da hinten sind die Berge. Das ist doch einfach nur geil. Mein persönliches Empfinden. Ich denke, du siehst das ähnlich, oder? Ich sehe das ähnlich, ja. Zusammengefasst kann man echt sagen, es verknüpft einfach die Vorteile eines Fahrzeuges mit den Vorteilen eines Hauses. Frage Nummer 2. Lässt sich ein fahrbares und robustes Tiny House ohne Luxus für 10.000 bis 12.000 Euro bauen? Okay. Ich sage ja, wenn man vieles selbst macht. Was sagst du? Ich sage auch ja. Also ich bin davon überzeugt, dass man das kann. Gerade auch, wenn man viel Zeit mitbringt, auch zu recherchieren, wo kriege ich vielleicht recycelte Materialien her? Kriege ich bei eBay noch ein Fenster für einen Apfel und ein Ei? Und man hat ein bisschen handwerkliches Geschick oder kennt Leute, die sich auskennen. Also, ja. Doch. Mobil und robust ist natürlich, das ist halt schon schwierig. Ich glaube, also nicht mobil auf jeden Fall. Und bei mobil muss man eben schauen,
ja, für welchen Preis kriegt man einen stabilen Anhänger. Nicht, dass man es am Ende bereut, wenn man dann 10 bis 15.000 oder 10 bis 12 investiert hat und man ist 3, 4, 5 Mal damit gefahren und merkt, oh Mist, irgendwie hält das mein Haus doch nicht so gut aus. Also wir haben ja jetzt ein 8,25 Meter Haus. Ich sag mal, wenn man sich mit 4, 5 Meter auch zufrieden gibt, dann das auf einem großartigen Anhänger. In einem Haus auf Rädern ist für mich das Entscheidendste erstmal der Anhänger. Das ist die Basis. Ja, wenn der irgendwo absackt, dann sackt das ganze Haus mit ab. Also das wäre das Erste, wo ich nicht sparen würde. Wenn es fahrbar ist, ist ja schon eine Form von Luxus. Wenn es wirklich fahrbar und robust sein soll, fällt uns gleich auch mal ein, ja, aber die statische Prüfung, das würden wir auch jetzt heute immer wieder so machen. Es ist so, dass wenn man es 2, 3 Mal im Jahr bewegt, ist das quasi 2, 3 Mal ein heftiges Erdbeben. Und es ist eigentlich ein Leichtbau-Erdbebenhaus. Ja, und das ist, ich denke, die Kunst. Euer Haus ist diffusionsgeschlossen. Warum habt ihr euch nicht für ein atmendes Haus entschieden? Man muss ja auch sagen, das ganze Projekt ist ja eine Reise. Und am Anfang hätten wir uns niemals vorstellen können, diffusionsgeschlossen zu bauen. Wir haben immer gesagt, es soll alles rein ökologisch sein, es soll alles am Jute-Hanfdämmung und was wir nicht alles haben wollten. Jute-Hanfdämmung. Genau, aber es kommen verschiedene Faktoren dazu. Man setzt sich mit vielen Leuten auseinander. Ja, man gewinnt an neuen Erkenntnissen. So. Und was uns überzeugt hat, war zum einen das Gewicht, die Langlebigkeit der Materialien, gerade wenn wir unterwegs sind und wir auch extremeren Wetterbedingungen ausgesetzt sind, alleine durch die Fahrt, und die Dämmwerte und der größere Innenraum. Ich glaube, das waren so die ausschlaggebenden Punkte. Aber noch was Wichtiges ist natürlich das gesunde Wohnklima oder wenn man sagt, wie ist es denn mit der Luft hier drin? Ja, klar. Und im Tiny House grundsätzlich, in einem kleinen Raum, bei einer Person geht es vielleicht noch, aber ab zwei, man merkt einfach auch, wie schnell die Luft verbraucht ist. Wir haben das auch schon von anderen Tiny House Besitzern, die total natürlich mit natürlichen Rohstoffen gearbeitet haben, auch gemerkt, ja, oder die gehört. Wände, die Wände können nicht so schnell atmen, wie die Luft in einem 18 bis 20 Quadratmeter Haus aufgebraucht ist. Das ist so. Also eine Wohnraum- B- und Entlüftung ist auf jeden Fall vonnöten für uns, unserer Meinung nach. Das hätten wir sowieso gemacht. Das hätten wir so oder so gemacht. Und das Einzige, was man hier riecht, ist das Holz. Mhm. Ne? Also, und die Grundierung unseres Holzes, das wird nochmal ein bisschen verfliegen, denke ich, über die Zeit. Und wenn wir dann nochmal streichen, also das riecht dann eher danach. Ne? Aber ich finde, es riecht nicht schlecht. Nee, es riecht angenehm. Also es riecht nicht unangenehm. Und zum Wohnklima können wir nicht viel mehr sagen. Ein paar Nächte hier geschlafen, ein paar Tage hier verbracht. Was ich aber sagen kann, ist, dass ich sehr zufrieden bin mit der Dämmung. Es kühlt vielleicht so ab 4 Uhr, 5 Uhr morgens erst richtig runter. Mhm. Und dann ist es morgens, wenn wir hier reinkommen, meistens dann an der Bodenplatte wird es dann wirklich kalt. Also am Boden, der Fußboden, der zieht anscheinend wirklich die Kälte nochmal an. Das haben wir auch schon von anderen Tiny House Besitzern gehört. Das ist so die Kältequelle Nummer 1. Aber wir sind heute Abend hier reingekommen. Wir hatten heute Morgen 6 Grad. Und ja, tagsüber schien aber die Sonne. Wir haben es dann irgendwie auf 15 Grad oder 16 Grad geschafft. Und es ist immer noch warm hier drin. Mhm. Jetzt ist es immer noch warm und wir haben jetzt 22 Uhr. Und ja, also das heißt, wenn die Wärme einmal hier reinkommt, wenn sie hier drin ist, bleibt sie sehr lange drin. Und das ist für diese Wände hier beachtlich. Arbeitet ihr mit einer Verschnittsoftware? Wenn mit Verschnittsoftware gemeint ist, ein CAD-Programm beispielsweise. Wir haben unser Haus ja mit einem Programm namens Architouch entworfen, entwickelt. Wir haben es am Tablet gemacht. Das hat uns eigentlich sehr geholfen für den ersten Eindruck, für die erste Planungsphase und sehr geholfen. Bis heute, wir benutzen heute noch die Grundrisse, die sind ziemlich genau. Man hat einfach schnell die Wand gezogen, ohne dass man sich in das Programm reinarbeiten musste. Das war super intuitiv. Ja, für uns, intuitiv. Für den Anfang, total gut. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, schön, aber wir müssen uns dann wahrscheinlich doch mal langsam in SketchUp einarbeiten. Und haben uns dann dazu bewegen können, es dann zu tun, ne? Für den Innenausbau auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir stehen immer noch total am Anfang, aber man kommt, wenn auch sehr langsam, aber zurecht und man kann sukzessive
bauen. Es geht langsam, aber es hilft total, gerade auch genau zu errechnen, wie viel Holz brauche ich, wie viel Streben habe ich hiervon und davon. Ja, kann man nur empfehlen, gerade auf lange Sicht, wenn man aufs Gewicht achten muss und schauen will, wie viel Verschnitt haben wir. Genau. Kommen wir zur letzten Frage. Wisst ihr schon, was ihr alles selbst machen wollt? Ja, das wissen wir. So viel wie möglich. So viel wie möglich. Und das machen wir nämlich gerade schon. Deshalb sieht es auch immer nach wenig Fortschritt aus. Auch für uns ist es manchmal so, es fühlt sich so an, aber eigentlich ist es das gar nicht. Wir planen nämlich ziemlich viel, auch gerade an der CAD, also SketchUp. Wir wollen das Podest erstmal selber bauen, dann auch die Küche selber bauen. Wir wollen die Treppe hier selber bauen. Das Sofa, den Schreibtisch. Den Schreibtisch, genau. Kleiderkommode, Technikschrank. Und das frisst auf jeden Fall bei uns sehr viel Zeit, weil wir uns Gedanken gemacht haben, wie wollen wir heizen, wie wollen wir uns eben versorgen mit Wasser und Strom. Ja, haben alles aufgeschrieben, haben einen eigenen Plan erstellt, auch wo die Rohre entlanglaufen, wo wie der Stromkreis gestaltet wird, tatsächlich alles selber gemacht erstmal und was das auch alles wiegt oder bedeutet für uns. Und haben uns ein Heizsystem ausgesucht und das kommt dann alles noch, das werden wir auf jeden Fall noch teilen. Das war der erste Schritt, bevor man hier mit dem Innenausbau beginnt. Aber es lohnt sich, denken wir, weil wir eben jetzt auch Geld sparen müssen. Wir haben ja echt alles schon ausgegeben für unseren Rohbau. Ja, und die Versorgung wird auch nochmal, das wird nochmal einiges an Geld kosten. Das wird noch der große Batzen sein. Und dann hoffen wir, noch ein paar Euro für die Hölzer zu haben, dass wir dann sukzessive über den Winter an den Möbelstücken arbeiten können. Denn das ist das Einzige, was wir dann noch haben. Das sind 2 Tage die Woche, die einmal für Planung und dann aber auch Umsetzung sind. Und wir machen das Beste draus, nutzen jede Minute und freuen uns aber auch, so viel wie möglich selbst machen zu können. Also dann auch irgendwann auf dem selbstgebauten Sofa zu sitzen. Also ich für meinen Teil möchte das auf keinen Fall unterschätzen. Ich denke, das tun wir beide nicht, dass das, was wir hier verbauen, sich permanent bewegen wird. Also es wird nie stillstehen in dem Sinne. Wir müssen immer damit rechnen, dass gerade wenn wir mit Leichtbaumaterialien arbeiten, dass diese sich eben auch verziehen können, wenn es dann doch zu leicht ist. Daher auch diese Ausführlichkeit, wenn es um Hölzer geht oder um Materialien allgemein. Wir wissen einfach, was das statisch verursachen kann. Und gerade in der Küche auch, da habe ich eigentlich immer gesagt, wollen wir das wirklich selber bauen? Das würde ich eigentlich nicht machen, weil es kann sich ja schon allein, wenn ich die Schublade auf und zu mache. Unser Herzstück. Beim 150. Mal verzieht sich dann irgendwas, weil wir dann irgendwie das Haus 5-mal bewegt haben und die Schublade 150 Mal auf und zu ging. Aber auf der anderen Seite finde ich es wieder klasse, dass man eben jede Schublade dann auch kennt. Ja. Und das war wieder das Argument, das du dann gebracht hast, ne? Es ist nun mal dieses ganze Projekt, dieses Tiny House, das ist unser Lebensprojekt, das ist im Moment das, was am meisten Zeit in Anspruch nimmt, was uns einfach am wichtigsten ist und wir möchten uns dafür auch die Zeit nehmen. Wir setzen uns da selbst schon immer mehr unter Druck, als wir das eigentlich sollten, aber man will ja auch so schnell wie möglich vorankommen und manche Dinge brauchen Zeit und wir müssen auch lernen, uns diese Zeit zu nehmen und wir bereuen das auf jeden Fall nicht, so detailliert zu planen, weil im Nachhinein zählt einfach jedes Gramm. Und so können wir dann, ob das unsere Übersicht ist, auch schnell sehen, wo sind die Übeltäter, wo müssen wir eventuell nochmal ein bisschen umbuddeln. Aber ansonsten, ich glaube, wir kriegen das hin. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Ich denke, es sieht zumindest in der CAD schon mal ganz gut aus. Aber das werden wir euch dann auch noch natürlich präsentieren, sobald wir das fertig bekommen haben, das Podest als erstes. Ja, ansonsten würde ich sagen, wenn ihr noch Fragen habt, die ihr uns stellen wollt oder irgendwelche Dinge, die euch auf dem Herzen liegen oder für eure Projekte oder die wir vielleicht beantworten können. Wir sind, wie gesagt, keine Fachmenschen, aber wir können zumindest verraten, wie wir es machen. Also wenn da irgendwas ist, wir beantworten die Fragen gerne. Abonniert auch gerne den Kanal. Denn nächste Woche, da haben wir noch eine Kleinigkeit für alle, die... Stimmt. Wo sind wir denn nächste Woche? Wo sind wir nächste Woche? Erzähl mal. Wir sind nächstes Wochenende bei Silicon Fieldstyle, also in Süddeutschland unterwegs.
Und ich denke mal Silicon Valley, das ist gut gemacht. Wir verlinken euch das gerne nochmal in der Infobox, halten dort einen Vortrag über die Reise unseres Tiny Houses bisher und freuen uns, die Leute dort zu sehen, die aus der Nähe kommen, sich mal persönlich auszutauschen. Also schaut gerne vorbei, wir packen euch wie gesagt den Link unten rein und ja, freuen uns auf nächste Woche. Tschüss. Tschüss.